Ihr kennt das, ne? Ihr kommt in den Laden, platternass, es hat geregnet, wohin mit dem Schirm? Ihr habt doch einen Hund. Also, halt's fest. Und dann könnt ihr in aller Ruhe weiter shoppen. Und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Der Schirmständer, also mit Schirmen geht es halt sehr gut oder mit einer Stange könnt ihr es auch üben, weil die haben noch Bodenkontakt. Die ganz, ganz fortgeschrittene Variante ist tatsächlich, dass die Hunde das festhalten, ohne dass es auf dem Boden liegt. Das ist aber wirklich saumäßig Arbeit und so weit wollen wir auch gar nicht gehen, sondern wir wollen erstmal dahin kommen, dass die Hunde einen Schirm festhalten. Hier habt ihr durchaus auch das Problem, viele Hunde finden diesen Schirm ganz, ganz fürchterlich, wenn er so dicht bei ihnen ist. Ne? Also da müsst ihr eventuell schon mal anfangen, dass ihr sie einfach daran gewöhnt, dass der Schirm in ihrer Nähe ist. So, die ersten Schritte. Der Hund soll seine Pfote benutzen, also muss er definitiv Pfötchen geben können. Check, kann sie. Ja, weiß ich doch. Jetzt sollen sie die Angst vor dem Schirm verlieren, also Pfote auf den Schirm. Der nächste Schritt, Pfote. Und jetzt könnt ihr hier den Schirm schon mal ein bisschen bewegen. Dann kriegt ihr häufig ein Dagegendrücken der Hunde schon hin. Also drauf und jetzt, jawohl, belohnt ihr dieses ganz kurze, das ist die Kamerafrau. Also, sitzen, Pfote, hier gegenhalten, jawohl. Und wenn Sie sich hier richtig reinlehnen, das ist super, prima. Hier kommt es dann auch in der Regel zum ersten Kontakt mit dem Schirm. Pfote, ne, dass die hier, jawohl, super, halt fest, prima. Ne, und da lobt sie ganz doll, dass sie das halten. Und jetzt hat sie auch hier den Schirm schon an der Brust. Und zum Kekse abholen lehnt sie sich sogar drauf. Klasse, ne? Mehr will ich noch gar nicht. Prima. Jetzt fangen wir an, machen das, dass wir mit dem Schirm seitlich wandern. Happy, Pfote. Ihr seht, normalerweise würde der Hund an diesem Schirm, da habe ich nicht, an diesem Schirm runterwandern. Und also die rutschen dann einfach nur runter, aber Happy dreht gleich ein bisschen die Pfote. Da wollen wir hin, beziehungsweise das könnt ihr auch bewusst ein bisschen steuern. Pfote drauf. Nee, nur mal langsam, ne? Pfote. Der Keks in der Hand. Pfote. Ich hab's drauf und jetzt drehe ich den Schirm ein bisschen. Ah, Pfote. Jawohl. Super. Und das belohnt ihr schon wieder. Dass die Hunde lernen, die Pfote nicht nur so auf den Schirm zu legen, sondern ihn wirklich auch ein bisschen ranzuziehen und die Pfote ein bisschen zu drehen. Happy. Sitz. Pfote drauf. Bisschen drehen, festhalten. Und ich werde immer gerader mit dem Schirm. Super. Habt ihr das, wird der Schirm von Anfang an gerade. Pfote. Jawohl. Super. Na, dass sie lernen, nicht am Schirm runter zu rutschen, sondern den Schirm zu greifen. Prima. Und jetzt kann der Schirm, klasse, langsam Richtung Hund wandern. Und wir kommen immer mehr in die Richtung. Ja, super. Klasse. Jetzt hat sie sogar schön den Kopf auf die andere Seite genommen. Baby macht es auch mit dem Festhalten, aber Baby fuscht so ein bisschen. Baby drückt den Schirm nicht so schön bei sich ran, also dass sie ihn hier wirklich einklemmt und festhält, sondern Baby macht es eher so lässig. Man kann den Schirm hinsetzen, sie legt den Kopf hin und legt nur eine Pfote oben drauf. Also, für die Leute, den Schirm, den Kopf auf die Seite und die Pfote. Jawohl, halt ihn fest. Prima.
Habt ihr gesehen? Vor dem umfallenden Schirm weicht sie zurück. Das machen ganz viele Hunde. Ne? Die müssen Sicherheit an diesem Schirm kriegen, sonst könnt ihr das vergessen. Dann legen die da nie eine Pfote drauf. Prima. So, ich hatte gesagt, Baby fuscht dabei so ein bisschen. Das wollte ich euch auch noch mal eben zeigen. Na, sie geht hier hin. Baby, fest sein. Pfote, jawohl. Jetzt kann ich den Schirm hier reinlegen. Halt's da fest. So, jetzt seht ihr. Prima. Das ist so ein bisschen gefuscht, ne? Das ist nicht ganz so schön, wie Happy das macht. Prima. Sitz. Aber sie wäre ja nicht Baby, wenn sie nicht einen Special Effekt hätte. Nämlich der niedliche Schirmständer. Machen wir hübsch. Ja, auf geht's. Hübsch. Los. Und jetzt festhalten. Prima. Dankeschön. So, das hat euch gefallen. Ihr habt wieder einen Schabernack, den ihr üben könnt. Prima machst du das. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Super. Auf geht's.